Ronja, es ist ja noch ein bisschen Zeit bis zur Weltmeisterschaft. Für dich aber wird es eine ganz besondere WM. Es ist so eine Heimweltmeisterschaft. Kribbelt es da jetzt schon besonders, obwohl noch ein paar Monate natürlich das Ganze ja dauert, bis es dann losgeht? Also Nervosität jetzt natürlich noch nicht, aber ich freue mich schon im Vorfeld natürlich drauf, weil ich die Strecke mag und weil da halt viele Leute sind, die ich kenne oder auch eben die extra für mich dorthin kommen. Und ich denke, dass das eine gute Veranstaltung wird. Was hast du jetzt selber für Erwartungen an dich? Ich meine, als Lokalmatadorin und als eine Fahrerin, die ja schon seit einigen Jahren auch Erfolge vorweisen kann, da werden sicherlich viele auch von dir viel erwarten. Baut sich da vielleicht in den nächsten Wochen, Monaten schon so ein gewisser Druck, Erwartungsdruck auf, auch bei dir selber? Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall immer mit dabei. Aber den hat man natürlich auch, wenn die Strecke jetzt nicht unbedingt die Heimstrecke ist. Ich denke, dass ich trotzdem mit einigermaßen Entspannung hingehen kann, wenn meine Form nächstes Jahr zumindest so gut ist wie dieses Jahr. Und dann denke ich, dass ich auf jeden Fall um den Titel fahren werde. Nun ist Mountainbiken immer noch eine Sache, die ein großes Publikum zwar hat im Freizeitbereich, aber ihr, die ja richtig ja bei den Rennen antretet, seid immer noch so, man sagt mal, Randsportler. Wie ist denn die Saison bisher gelaufen bei dir? Also die Saison, die lief sehr gut. Ich hatte ein bisschen Pech mal wieder bei Europa- und Weltmeisterschaften, was wirklich schade ist, aber ja, mein Teamphysio hat das Erste, was er mir geschrieben hat, als er mitbekommen hat, dass ich bei der WM nicht am Start stehen kann wegen einem Magen-Darm-Infekt, hat er mir geschrieben, es gibt doch nichts Schöneres, als wenn man den ersten WM-Titel auf der Heimstrecke holt. Und das war für mich auch so ein bisschen so, jetzt nicht unbedingt ein Trost, aber ja, er hat da schon auch recht. Und ich habe das jetzt auch ein bisschen verdaut und ich meine, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass meine Saison deswegen schlecht war. Ich bin mit meiner Leistung vollkommen zufrieden, so kann es weitergehen und ja. Lass mal ein bisschen hören, so ein paar Eckdaten. Was war die Saison los? Wo ist es gut gelaufen? Wo hast du gesagt, naja, da hätte es vielleicht noch ein bisschen mehr sein können? Also die ersten zwei Weltcups, eben in Albstadt und in Tschechien, da bin ich in Anführungszeichen nur Zweite geworden, was ich jetzt einfach vielleicht, weil es die ersten Rennen waren, bei mir wird es hinten raus eigentlich eher immer besser. Ich weiß nicht unbedingt, ob es an der Form liegt oder ob ich da halt vielleicht ein bisschen nervöser war als bei den anderen Rennen. Ich habe dann drei Weltcups in Folge gewonnen und mir auch vorzeitig den Weltcup-Gesamtsieg gesichert. Die Reise nach Kanada und danach noch nach USA zum letzten Weltcup lief halt nicht gut, weil ich in Kanada halt eben an dem Magen-Darm-Infekt erkrankt bin und nicht an den Start gehen konnte und auch beim Weltcup in Snowshoe kein gutes Ergebnis eingefahren hatte, weil ich immer noch sehr geschwächt war. Da hatte ich dann wirklich Glück, dass ich den Weltcup-Gesamtsieg vorher schon in der Tasche hatte. Ich bin wieder deutsche Meisterin geworden in der U23-Kategorie. Ich habe wieder die Bundesliga-Gesamtwertung bei den Elite-Frauen gewonnen und bei den Europameisterschaften hatte ich leider in der ersten Runde schon einen Platten, aber ja. Also kann man wirklich sagen, bei Großereignissen, da hängt es momentan oder vielleicht wirklich aufgehoben vor den ganz großen Schlag. Welche Bedeutung hat so eine Weltmeisterschaft in Deutschland generell für den Mountainbikesport? Also ich denke, dass es wichtig ist für den Mountainbikesport, sowohl für die Medien als auch allgemein so, dass halt die Leute sich vielleicht mehr dafür interessieren oder allgemein auch mehr darauf aufmerksam gemacht wird, dass es auch eine coole Sportart ist. Ich denke auch, dass es vielleicht gut ist, dass in den Medien mal mehr zu sehen ist davon. Ich glaube auch, dass die sich sehr darum bemühen, dass das passieren wird. Und ich hoffe, dass das einfach in Deutschland der Mountainbikesport dadurch wächst. Wie sieht dein Fahrplan bis dahin aus? Also die Saison im Weltcup ist ja rum. Jetzt fragt sich, wie gehst du durch den Winter und wie packst du dann nächstes Jahr sozusagen die einzelnen Stufen, bis dann eben der Höhepunkt kommt, diese WM? Also ich bin jetzt noch zwei Wochen im Training mit einem Etappenrennen in Griechenland und dann werde ich drei Wochen Saisonpause machen. In der Saisonpause werde ich auch zur Bundeswehr gehen und meine Grundausbildung machen für die Sportfördergruppe. Dann werden natürlich Ende vom Jahr im Dezember und auch nächstes Jahr Anfang vom Jahr noch Trainingslager mit der Nationalmannschaft anstehen. Und ich denke, dass wir im März dann bereits in die ersten Rennen einsteigen werden. Sag ich vielen Dank und viel Erfolg. Danke.